Okay, Leute, bevor das Video losgeht, nochmal vorab was in eigener Sache. Der Fürdi, der schreibt immer übelst lange Romane auf Facebook. Also so richtige Dinger, wo man sich stundenlang mit beschäftigen kann. Und reagiert natürlich in diesen Romanen auch immer auf diverse Vorwürfe, die ihm entgegengebracht werden. Und rechtfertigt sich dann mit der Aussage, er sei halb Engländer mit jüdischen Wurzeln. Das macht er nicht nur einmal, nein, das macht er immer 5, 6, 7 Mal in so einem Bericht. Ziemlich sehr interessant und auch lustig. Jedenfalls frage ich mich, wenn er halb Engländer ist, was ist dann die andere Hälfte? Viel Spaß beim Interview und beim Video. So, wartet. So, wir befinden uns ja heute in den heiligen Hallen vom Fürdi. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Du hast ja schon bei tausenden Bands gespielt. Ich sage jetzt mal, oder spielst sogar noch? Mhm. Matt Gonzo-Röhr, Rotz und Wasser, Axel Rudi Pell, Rough Silk und was weiß ich noch alles. Genau. Jedenfalls sind schon einige. Und du weißt, ich habe ein Lied für dich geschrieben. So viel weißt du ja schon. Mhm. Hast du das Lied schon gehört? Nein. Okay, den Text habe ich dir auch noch nicht geschickt. Nein. Okay, wen habe ich denn dann geschickt? Ja, und du wirst gleich das erste Mal dieses Lied hören. Und wir sind natürlich sicherlich gespannt auf deine Reaktion. Ich habe auch vorher noch ein paar Fragen an dich. Ja, ich hoffe. So, also, entspann dich und beantworte mir Folgendes. Erste Frage. Wie geht's dir? Noch gut. Gut. Zweite Frage. Bist du schon aufgeregt über das, was gleich auf dich zukommt, musikalisch? Definitiv, ich habe Angst. Oh, okay. Dritte Frage. Was denkst du, werde ich in diesem Song für Themen oder für ein Thema aufgreifen? Über mich jetzt? Über dich? Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Also ich bin halt echt eigentlich tot langweilig und mache so ein bisschen Musik. Ja, das stimmt. Und bin mal gespannt, was kommt. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Nein. Ah, okay, alles klar. So, jetzt vierte Frage. Vielleicht einer der wichtigsten Fragen überhaupt in diesem ganzen heutigen Tag. Bist du tatsächlich Halbengländer mit jüdischen Wurzeln? Ja. Tatsächlich, das ist ja ganz verrückt. Hast du schon mal einen Roman geschrieben, vielleicht auf Facebook oder anderen diversen Zeiten? Ich bin ab und zu mal, sagen wir mal so, ich war früher in einer Schülerzeitung und habe da schon immer viel zu lange Artikel geschrieben. Und wenn man so einem Menschen dann ein Medium wie Facebook gibt, dann passiert das schon mal, dass es etwas ausufert. Und daher rührt das. Daher schreibe ich gern mal so einen Schülerzeitungsartikel zum Thema. Würdest du sagen, dieses Romangeschreibe ist ein Geheimnis von dir oder das ist offiziell eigentlich? Nö, ich hab tatsächlich auch schon sogar angefangen, ein Buch zu schreiben, bin nicht weitergekommen. Aber meine Songs, also ich mache ja so Singer-Songwriter-Sachen. Auch, die sind auch immer textlich immer sehr ausufernd und ich habe dann immer solche Zettel und dann muss ich sehen, wie ich das hier reinhalte. Ich reden, wie man okay, ich vor. Dein Lächeln, würdest du es als markant und einprägsam bezeichnen? Ich nenne es eher Honigkuchenpferd, aber okay. Ja, also immer, markant und einprägsam. Es gibt ja so, Axel, Quatsch, hier Asterix-mäßig so, er soll nicht grinsen. So. Aber machst du gern. Das ist, ja, ich bin halt ein fröhlicher Mensch. Das will ich hören. So, bist du frauenfeindlich? Nein. Ich habe da Gerüchte gehört. Definitiv nicht. Ne? Nein. Oh, immer aber froh. Letzte Frage. Bist du wirklich Halbengländer mit jüdischen Wurzeln? Definitiv. Verrückte Sache. Und jetzt kommt dein Song. Auf geht's. Ich bin ja mal gespannt. Da fragt man sich doch, zu wie viel Prozent dieser Ferdi tatsächlich jetzt Brite ist. Vor allen Dingen fragt man sich doch irgendwie, was die restlichen Prozent sind. Und so frage ich direkt nach, gibt's in seinem Leben etwas, was er nicht sagen mag? Auf Facebook, da verpasst er Fürdi stets ganze Romane gegen Hetzer und Rassisten und der Regenbogenfahne. Neben er ist Fürdi doch halb Engländer jüdischer Herkunft. Er erwähnt es oft genug, also merkt euch das für die Zukunft. Aber wieso ist er Fürdi denn so Hälfte nur ein Brite? Und was ist mit den anderen 50%?
Musik einen vergeht. An Frauenfeindlichkeit wollt für die sich auch schon erfahren. Wenn man über Möpse singt, können das manche nicht ertragen. Und hab ich schon erwähnt, dass ein halb Engländer ist. Natürlich mit jüdischen Wurzeln, dass man nicht vergisst. Aber wieso ist das für die denn so Hälfte nur ein Vite? Und was ist mit den anderen 50%? Ist der Tscheche, Pole, Türke, Spanier, Ösi oder Grieche? Es wär schön, wenn er's verbiete, dass man endlich für die ganzen Stammbaum kennt. Beantworten. Was? Halb Deutsch, halb Engländer. Ready? Das war's, Herr Gruder. Oh, harmlos. Bravo. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas ganz Böses. Nein. Völlig harmlos. Und? Ich war schon enttäuscht, dass das so harmlos ist, Mann. Ach, Quatsch. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas richtig Böses. Die Leute so nervös. Ja. Wahrscheinlich, weil ich alle die anderen Songs schicke oder so. Ich dachte, jetzt kommt sowas richtig... Keine Ahnung.